Hallo, meine Bremse quietscht. Also Leute, ihr seht ja schon, ich bin hier schon wieder an irgendeinem Spot im Wald. Hier ist irgendein Typ, der gerade rumläuft. Und ihr seht auch das Tor hier. Normalerweise ist hier zu. Ich sage euch jetzt einfach mal nicht, wo das ist, weil wir haben sonst wieder ein Problem. Die haben mir zwar gesagt, das ist eigentlich Verein und öffentlich, aber ich sag's euch jetzt einfach mal nicht. Ihr seht selber, da wird heute so ein Dirt Jam, sag ich mal, veranstaltet. Da fahren übelst krasse Leute, so wie er. Ja, ja, definitiv. Also ich sage jetzt einfach mal so, ihr seht es auf jeden Fall, ich kann da wahrscheinlich gar nichts fahren. Und ich habe den hier gefragt, der wo das am Anfang mit auch so gegründet hat, diesen Verein hier. Da habe ich gefragt, wie kann man sowas legalisieren, weil ich kriege oft die Frage, Leute, wie kann man sowas aufbauen? Also ja, am besten hat er gemeint, einfach einen Verein gründen, weil dann habt ihr das ganze Problem, dann müsst ihr zwar so ein Tor hinstellen, aber dann ist das wahrscheinlich alles am besten irgendwo mit abgedeckelt, auch wegen Unfall und ist krank. Allein dieses Gap hier von da nach da oder das, was man sich hier anschaut, Leute, also ihr seht, das ist geisteskrank. Einfach hier hoch, okay, Leute, ja. Junge, Junge. Digga. Alter. Ich hoffe, heute wird sich keiner so irgendwie zerballern, dass er wirklich Sanka kommen muss. Alter, was habt ihr für moderne Krankenwagen? Musste ja, da die letzten Male schon einer kommen oder so? Jedes Mal. Jedes Mal. Und wann ist das immer so von der Uhrzeit her so? Gegen abends? Gegen oder Abend, wenn sie dann anfangen. Schon trinken und dann wollen sie nur fahren und oh Gott. Oh. Ah, schade. Jetzt zuckt der Bus. Simon! Ins Maul. Wow, wow, wow. Au, au, au. Wohin? Alter, was war das denn? Digga, die Narbe. Der Achtjährige, Alter, hat der sich jetzt gerade ins Flat gesetzt. The Train of Doom. Ja. Ey, wenn da einer so hart case, dann ist einfach so eine Landung komplett im Arsch. Jau. Jau. Oh. Der Achtjährige. Yo. Yo. Wow. Alter. Der war irgendwie weit, ey. Wow. Das ist so krank. Chill ich mal hier so ein bisschen, Leute. So geisteskrank, ich habe sowas noch nie gesehen. Ja. Wir dachten, der Typ ist 8, weil er so 15. Ey, Respekt an die Leute, die hier fahren. Finde ich einfach nur krank. Also, gerne, schickt mir gerne weiter solche Spots. Ich sag's euch, wie es ist. Also, ich will euch ja einfach mit so Content beliefern, dass ihr mal seht, was hier abgeht an solchen Spots. Deswegen seid mal nicht böse, wenn ich sowas nicht mich traue, Alter. Alter, das war gerade echt. Oh, hinter hat schon wieder blockiert. Oh. Und dann kommt der nächste schon. Das ist immer so das übelst Stressige. Ja, der whippt, Alter. Das ist einfach ein Traum, sowas anzuschauen. Der Kleine, der 8-Jährige wieder, der 15 ist. Das ist der Hans Dampf hier, wo wir gerade drin stehen. Das ist der Hans Dampf. Das dicke ist, hier ist der Elevator, das ist so mit der größte. Das ist der Brigitte. Und das ist der Brigitte. Und dieser Kleine, da, das ist wurscht. Die anderen sind alle wurscht. Es muss so schnell gehen, da wenn einer wieder kommt, dann muss er so abhauen. Die Toilette, was zeigt man? Wow. Alter. Wenn das schon so langsam anfängt mit dem Case, dann Junge, merkst du... wenn er hier so langsamer wird und du denkst... Und du denkst dir so, jetzt gleich machst du. Oh Mann, jetzt müssen die, glaube ich, einen Krankenwagen anrufen, Leute. Das geht schon los. Action is coming. Halt mal einfach die Kerne so. Alter, was habt ihr für moderne Krankenwagen? Junge, bei uns kommt da so ein alter Buster her mit so einem Kasten. Und also am besten wäre es hier rein. Oder die bleiben hier stehen. Ja. Brech mal die Bäume ab. Wie soll man da durchkommen? Die denken sich, wo sind wir hier denn? Ja gut, jetzt Leute, jetzt haben wir ja einen Sanker, lassen wir die erstmal machen. Ja, chillig.
Alter, wie die da drüber gleiten, das ist einfach so ein Dream. Ich habe meine Snickers noch nicht mal gefressen. Einfach nur Wahnsinn, wo ich hier bin. Können wir mal bitte ein Auto dazwischen stellen? Aber ein flaches, so ein Lambo oder so. Ja, ja, ja. Digga, das wird der Megatrain, Alter. Der 8-jährige, 15-jährige. Lol, wer hat den Stern da hingemalt? Ja. Wow. Ja, es ist immer blöd, wenn da bloß einer fährt. Das Problem ist, der Typ macht die ganze Zeit Fotos davon und... Alter, und ich bin die ganze Zeit im Blickwinkel, Digga. Das Problem ist, ich wollte gerade sagen, dass der Typ die ganze Zeit Fotos macht und ich in dem Blickwinkel stehe. Digga, das Ding ist an auf Cam. Alter, ich hoffe, das habe ich so wirklich gescheit drauf, Digga. Das war absolut behindert. Hui. Das ist definitiv weiter. Wow. Alter. Yes. Mac Mini. Leute, ihr müsstet das mal anschauen. Dieser Shape ist einfach Radius mit ein paar LP und so geschleckt, Junge. Wow. Junge, jetzt geht's ab, Alter. Ja, ich weiß schon, der Kleine mit dem BMX. Den haben mit wir dem, auch schon bewundert, Alter. Mit dem Chrom. Krass. Wir dachten, der wäre 8, aber nachher war 15. Yo! Ja, der eine hat ja auch einen 3 hier gemacht, der hat dann glaube ich ein bisschen überdreht. Weiß nicht, was da für ein Einschlag war, da war auch irgendwas. Das war glaube ich der mit dem Dreier. Keine Ahnung, irgendwas war da. Oh Gott. Yo! Oh. Yeah, boy! Alter, ist das ein Wind hier. Leute, hier pfeift's echt rum. Und hier schwebt ein Wurm. Yo! Ja, Mann! Hey. Er schreit wie ein Wahnsinniger. Leute, sowas ist einfach krank mit 15. Keine Ahnung, ey, das ist doch echt. Ja, oh Alter, dieser Manual, der war einfach geschleckt wieder. Frisst den Olaf und ich drehe mich im Kreis und schmeiß alles rum und wir machen jetzt ein Ballspiel. Oh. Waschbecken. Schau, ist eine Hose. Da ist irgend so ein Wurm, Alter, schau dir an, wie die da abragen, Alter. Putzen Sie, lol.